Schönen guten Morgen, ja, hier direkt von der Atlantikküste. Naja, wir haben wieder eine mega, mega gute Nacht verbracht, nicht gestört. Bisschen kühl, wir mussten mit Heizung schlafen, aber auch alles gar kein Problem. Mega Sonnenaufgang, das Meer. Ja, jetzt mache ich erstmal lecker Kaffee. Und dann geht's endlich Richtung Casablanca. Der Defender läuft, wir haben zusammengeklappt. Schön lecker Kaffee getrunken bei der mega Aussicht. Eine schöne große Runde mit Kupi gegangen. Ja, und jetzt kann es losgehen. Let's go Casablanca! Gerade auf die Autobahn gefahren, auf die A1. Ja, auch hier in Marokko gibt es eine Maut. Ich glaube nur in Deutschland nicht. Wir hatten ja in diversen Ländern wie Elfenbeinküste, Senegal, gab es ja überall eine Autobahnmaut. Hier auch. Autobahnen sind aber auch mega gut ausgebaut, alles mega neu, mega super, mega sauber. Astreiner Belag. Ja, jetzt haben wir noch so, ich denke noch zweieinhalb Stunden und dann sind wir auch schon in Casablanca. Casablanca angekommen. Ja, jetzt müssen wir uns erstmal durch den Großstadtdschungel hier mit dem Auto kämpfen. Mal gucken, wie das wird. Bis jetzt waren ja Großstädte auf dem afrikanischen Kontinent eher schwierig. Aber ich glaube, dass es hier sehr westlich ist und sehr gesittet. Ich glaube, ist das relativ easy. Ja, mal gucken. Dann mal schauen, wie das Hotel ist. Gucken, wie wir da parken können. Ob das wirklich alles klar geht mit Coop. Weil wir haben es ja gebucht und da stand ja, dass Haustiere kein Problem sind ohne Kosten. Ja, wir werden es sehen. Wir werden schauen. Ja. Es bleibt spannend. Mega schick, mega cool. Sieht gut aus. Mit Balkon. Zack. Ja. Könnte nicht besser sein. Und da unten steht der Defender. Hallo Defender. Schönen guten Morgen aus Casablanca. Ja, wir haben schon lecker gefrühstückt. Waren schon eine Runde mit Kupi um den Block, dass der auch seinen Auslauf hatte und jetzt sind wir bereit, jetzt gehen wir zur Moschee. Wir haben uns entschieden zu Fuß zu gehen, soll etwas über eine halbe Stunde sein, dann sieht man aber einfach ein bisschen mehr von der Stadt. Und Busfahren ist hier wahrscheinlich auch nicht schneller, deswegen werden wir das so machen. Ja, wir nehmen euch mit, wir zeigen euch ein bisschen Casablanca. Das war mal ein richtig, richtig schöner Spaziergang hier. Einmal durch die Stadt. Ich finde das immer cool. Jetzt kriegt man was vom Real Life mit, wie es in so einer Stadt ist. Mega cool. Ja, wir sind jetzt hier gerade auf dem Platz. Hinter mir ist die riesige Moschee. Ist ja eine der größten der Welt. 25.000 Menschen passen da rein. Ja, gucken wir uns das hier ein bisschen an. Das ist direkt am Meer. Ist echt schön. Also wirklich sehr idyllisch hier gelegen alles. Und ja, rein werden wir nicht gehen. Das ist uns einfach zu teuer. Das kostet, glaube ich, 13, 14, 15 Euro Eintritt. Das ist es uns nicht wert. Aber wir gucken jetzt hier ein bisschen den Platz an und ja, mal schauen, was wir danach machen. Die Moschee haben wir uns angeguckt. Jetzt wollen wir mal zur Marokko Mall. Das soll eine riesige neue Mall sein. Ja, die ist natürlich, wie sich für eine Mall gehört, außerhalb. Ja, wir gucken jetzt mal, ob wir uns mit dem Bus dahin navigieren können. Ja, und im Notfall nehmen wir einfach ein Taxi. Ja, Wetter passt, es ist echt warm. Ich hätte eine kurze Hose anziehen sollen. So, aber lieber schwitzen als frieren. Das mit der Busfahrt hat hervorragend funktioniert. Zwei Personen, umgerechnet 90 Cent. Ja, jetzt haben wir noch 5 Minuten bis zur Mall und dann gucken wir mal, die soll sehr, sehr westlich sein. Dann gucken wir mal, was wir da irgendwas Schönes finden. Und einfach wieder bummeln, ein bisschen, ja, raus aus dem Overlander-Alltag
und rein ins normale Leben sozusagen. Cool. Ja, dann waren wir durchgebummelt jetzt. Ist gekauft, ist teuer, aber hat auch nochmal gut getan. So ein bisschen, wir noch leckere Shawarma gegessen, kleinen Mittagssnack. Ja, jetzt gucken wir, dass wir wieder die Bushaltestelle finden. Dann geht's zurück zum Hotel. Holen wir uns mal leckeres Eis. Dann chillen wir ein bisschen auf dem Balkon und auf dem Zimmer. Ruhen uns nochmal ein bisschen aus. Und heute Abend geht's dann, gehen wir nochmal aus. Was lecker essen, was trinken und morgen geht's dann wieder on the road. Ja, heute nochmal ein kleines Nightout. Wir haben uns jetzt in einem Bar rausgesucht, da gibt es so Käseplatten und Wurstplatten, mega geil. Ja, deswegen haben wir uns ja auch wirklich bewusst für Casablanca entschieden, dass wir so ein bisschen diesen westlichen Style haben. Sehr westliche Stadt. Jetzt optisch zwar nicht ganz so schön, aber auch, ja, ist halt einfach cool, mal hier zu sein. Ein bisschen eine Auszeit von Afrika, vom Arabischen, alles mal eine kleine Auszeit nehmen und dann geht's weiter. Wir sind auf dem Rückweg, ja, hier ist um 23 Uhr ist hier Sperrstunde, ist der Arsch ab. War richtig cool, war so eine spanisch angehauchte Bar. Wir haben richtig schön lecker so eine Käseplatte und eine Wurstplatte, so wie man es aus Deutschland kennt, gegessen. Mega gut, mega lecker. Fußball lief nebenbei, ganz cool zu gucken, war richtig gut, was los. Ungewohnt, man kann drin rauchen, das ist super weird. Aber ist gut und ja, jetzt machen wir uns auf den Rückweg. Ist auch noch in Ordnung, man kann auch noch schön eine Runde gehen. Ist nicht zu kalt, nicht zu warm, perfekt. Und ja, schönen guten Morgen aus Casablanca. Ja, wir haben die Tage mega genossen hier. Hotelzimmer war super cool, Aussicht war mega schön. Die Stadt allgemein hat uns sehr gut gefallen. Wir waren ein bisschen shoppen, wir waren ein bisschen so on Tour. Waren abends immer schön lecker essen, trinken, Cocktails, Bierchen. Wir haben mal richtig wieder das normale Leben genossen. Ja, jetzt geht's los. Wir packen die Sachen zusammen. Dann geht's zum Auto. Dann fahren wir noch einen Großeinkauf machen, weil morgen holen wir Yannick ab. Ja, und dann sind wir ja wieder 10 Tage in der Wüste, wo es halt keinen riesigen Supermarkt mehr gibt. Deswegen nutzen wir das ja aus. Und ja, bis später. Wir haben alles besorgt. Wir waren ja nochmal beim richtig geilen Carrefour, riesiger Supermarkt. Da haben wir auch Wein gekauft, weil wir Glühwein selber machen. Da bringen wir Yannick so Gewürzmischung mit. Ja, jetzt geht es wieder Richtung Wüste. Heute fahren wir den ersten Step. Morgen fahren wir dann ja Yannick überraschen und ihn am Hafen abholen. Da haben wir auch schon Pappe besorgt für ein Schild. Ich mache so ein Schild für Kumpel. Ja, mega cool. Wir nehmen euch wieder mit in die Wüste. Wir kommen heute mega gut voran. Ist halt auch nur Autobahn. Die Autobahn hier in Marokko ist richtig, richtig gut. Ist nicht viel Verkehr. Ist alles nagelneu, super ausgebaut. Wir haben uns heute einen Schlafplatz auf einem Bergpass rausgesucht, so 1400 Meter hoch. Bevor es an die Wüste geht, dachte man nochmal Berge. Ja, und der liegt halt einfach genau in der Mitte. Weil wir wollen ja morgen nach Nador, Yannick, Lina und Kumpel vom Hafen überraschungsmäßig abholen. Und da haben wir uns halt jetzt Schlafplatz gesucht. Morgen fahren wir noch 2,5 Stunden von dem Schlafplatz dann dahin. Wir wollen so 15 Uhr da sein, muss man nicht so früh los. Und heute werden wir so 18 Uhr da sein ungefähr. Ist halt auch ganz cool. Dann ist man ja nicht so lange unterwegs und hat das genau mittig gut aufgeteilt. Ja, müssen wir dann nur noch einen schönen Schlafplatz finden. Daumen drücken. Worst Case ist eingetroffen, wir sind gerade 100 auf der Autobahn gefahren, ganz entspannt, nicht berghoch, nicht bergunter, nicht viel Leistung abgefordert, auf einmal ein lautes Zischen, jetzt hat der Defender keine Leistung mehr, Fehlerspeicher, steht auch nichts drin, boah, wir sind hier am Arsch, ja, morgen ist Yannick da, keine 24 Stunden mehr Zeit, das wird spannend auf jeden Fall. Der Worst Case ist eingetroffen. Meine Ansaugbrücke hat einen Riss. Also keine Leistung mehr, Motornotlauf.
Ja, wir waren das ja gerade an der Werkstatt, die waren überhaupt gar nicht kompetent. Da habe ich mehr selber gemacht als die. Problem ist, so eine Ansaugbrücke wird es auch sehr schwierig nur zu besorgen geben. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir im Notlauf bis nach Nador kommen, weil die konnten uns da auch nicht weiterhelfen. Die haben gesagt, hier gibt es das Teil nicht. Keine Chance. Das wird auf jeden Fall spannend. Mega scheiße. Janik kommt morgen wieder an, 16 Uhr mit der Fähre. Da wollten wir eigentlich losfahren, noch richtig Kilometer machen. Und ja, jetzt läuft der Defender nicht mehr. Also richtig beschissen. Wir stehen auf dem Flughafenparkplatz in Nador. Die Stimmung könnte, glaube ich, nicht mehr im Keller sein. Wir sind heute eigentlich aus Casablanca aufgebrochen, wollten heute auf einem schönen Bergpass schlafen, 1500 Meter so ungefähr. Wären wir 18 Uhr da gewesen, schönen Sonnenuntergang geguckt und wären dann morgen noch 2 Stunden hier zum Hafen gefahren. Wir haben schon ein Pappschild vorbereitet, um Kumpel zu begrüßen, um Janik zu begrüßen, um Alina zu begrüßen. Und dann ist er auf dem Weg dahin. Ja, der Motor in den Arsch gegangen, sage ich jetzt mal so. Ich kriege keinen Ladedruck mehr. Wir haben jetzt geguckt da in der Werkstatt, die waren eigentlich ganz so fähig. Wir vermuten jetzt, dass das Saugrohr ist. Gibt es hier nicht, ist schwer zu kriegen. Ich habe jetzt alle meine Kontakte, die sich so aufgebaut haben, über die Zeit angeschoben. Ich glaube, die größte Wahrscheinlichkeit liegt da wirklich an diesen Werkstätten in der Wüste. Natürlich, die gucken jetzt natürlich heute Abend und morgen früh noch und dann wollen sich morgen bei mir melden. Und dann werden wir gucken, wie wir das dann machen können. Ob wir dann einfach in die Wüste fahren oder ob wir den Trip abbrechen und Janik allein los muss. Wissen wir nicht ganz genau, wird sich dann zeigen. Wie gesagt, heute ist jetzt hier Flughafen, Parkplatz, super nettes Personal. Der hat uns extra einen Platz gezeigt, wo nicht ganz so viele Autos, die immer komplett dran vorbeifahren. Ist jetzt auch schon spät, ist jetzt auch schon wieder 10:30. Morgen früh aufstehen. Wir können jetzt wirklich die Sanitäranlagen benutzen im Flughafen und dann geht es jetzt für uns gleich. Gibt es noch eine Stulle, dann geht es ins Bett. Ich will morgen früh aufstehen, dass ich morgen nochmal mit Vollgas mich um ein Ersatzteil kümmern kann. Hier ist ein großer Schrottplatz, da will ich hin. Habe 2 Werkstätten rausgesucht, da will ich hin. Mal schauen, wie westlich das hier ist. Ich habe mir schon sagen lassen, die arbeiten sie Samstag, Sonntag nicht.